Frau Bührmann, Sie erlebten als junge Frau eine Nahtoderfahrung und später auch noch weitere spirituelle Erfahrungen. Wie kam es zu der Nahtoderfahrung? Also es war so, ich war damals Anfang 30 und hatte eine kleine Tochter. Ich war alleinerziehend. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt. Ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann es war. Und die Situation, diese allgemeine Situation als alleinerziehende Mutter war für mich ziemlich anstrengend, also ziemlich belastend, weil es auch alles ganz neu war und man sich das eigentlich anders vorgestellt hatte. Genau. Das war an einem Wochenende. Da ging es mir nicht gut. Ich bekam Herzschmerzen morgens. Und das hat sich immer weiter verschlimmert. Ich bin dann zum Notdienst gefahren, zum ärztlichen Notdienst. Und die Ärztin hat mir gesagt, also das wäre nicht schlimm, es wäre wahrscheinlich psychisch bedingt. Ich sollte mich ausruhen und einfach abwarten. Es wäre nicht schlimm. Die Praxis war auch ganz voll. Sie hat mich dann nach Hause geschickt. Ich habe dann tagsüber auf dem Sofa gelegen und bin dann abends ins Bett gegangen und hatte immer noch Herzschmerzen. Dann bin ich nachts irgendwann aufgewacht und befand mich schwebend in meinem Wohnzimmer. Also ich habe nicht gemerkt, wie ich aus meinem Körper rausgekommen bin, sondern ich schwebte im Wohnzimmer und habe um mich geguckt. Also ich konnte sehen, es war alles... Also es war ungefähr 4:30 Uhr morgens im Sommer und ich hatte weiße Gardinen, das heißt, ich konnte da auch durchgucken. Also ich konnte sehen. Es war so ein bisschen schwummerig, das Licht, aber es ging. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das war alles automatisch. Ich wurde von meiner Eingangstür angezogen und bin quasi wie Superman, die Hände nach vorne. bin ich dann durch mein Wohnzimmer geflogen. Also mein Wohnzimmer war, das war alles in eins, da war die Küche drin und rechts ging, also mein Zimmer, das Badezimmer, das Zimmer meiner Tochter ab. Und ich bin dann durch dieses offene Wohnzimmer zur Eingangstür geschwebt, geflogen, wie auch immer, und wurde automatisch angezogen. Also ich wollte da wohl raus oder ich sollte da raus, wie auch immer. Als ich dann an der Zimmertür von meiner Tochter vorbei geschwebt bin, da habe ich im Kopf nur gedacht, nein, du kannst nicht gehen, du kannst dein Kind ja nicht alleine lassen, das geht nicht. Und indem ich das gedacht habe, war ich auch schon wieder, also es war so, als hätte ich ein Gummiband am Rücken und als hätte jemand an diesem Gummiband einmal zack, ganz schnell gezogen, also es war wirklich einfach nur wie so ein Schnippen. Und da war ich wieder in meinem Schlafzimmer und schwebte an der Decke oben. Und habe unten, also mein Bett war beleuchtet, so ein bisschen beleuchtet. Ich habe immer gedacht, damals, das war meine Nachttischlampe. War es aber scheinbar nicht. Also ich, wie gesagt, ich konnte die Gestalt unten im Bett liegen sehen, einen Körper. Und wusste im ersten Moment nicht, was das Ganze soll, wer das ist. Und habe eine ganze Zeit ja, oben geschwebt und darüber nachgedacht, wer das wohl sein könnte. Und irgendwann, als es mir dann eingefallen ist, das ging auch wieder automatisch. Also immer, wenn ich wieder irgendwas verstanden hatte, dann ging es irgendwie weiter. Bin ich nach unten geschwebt. Und habe im Prinzip die Lage, also so wie ich im Bett gelegen habe, so habe ich mich auch gedreht und bin nach unten rangeschwebt. Also mein feinstofflicher Körper oder wie auch immer. Und war dann auf gleicher Höhe. Und dann machte es nur, also es gab auch so ein Geräusch. So, und dann war ich wieder im Körper drin. Also es ging ganz schnell. Ja, und dann bin ich... aufgestanden, also ich habe mich dann hingesetzt und habe gedacht, was war das jetzt? Also ich kannte zu dem Zeitpunkt, hatte ich nur von Nahtoderfahrung noch nichts gehört.
Ich hatte was von Astralreisen gehört. Das muss ich jetzt auch erzählen, weil es geht dann noch weiter hinterher. Und zwar hatte mein Onkel, also der schon eine Krebserkrankung durch hatte und das alles überstanden hatte und mit dem man über alles quasi reden konnte, der war sehr offen für alles. Der hat mir irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht vorher von Astralreisen erzählt und wie toll das wäre. Und er würde das so gern machen, hat es aber noch nicht geschafft. Und habe ich gefragt, ja, was ist das und was muss man da machen? Und er meinte, ja, du kannst deinen Körper verlassen und dann kannst du da hinreisen, wo du willst. Und ich fand das, als er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja toll. Und da habe ich gefragt, und wie geht das? Und dann hat er mir erzählt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie es jetzt war. Also er hat gesagt, man muss an der Decke einen Punkt fixieren und dann sich darauf konzentrieren, die ganze Zeit, und hebt sich dann aus seinem Körper quasi. Also der feinstoffliche Energiekörper hebt sich dann aus dem Körper. Das hatte ich noch, also als ich dann auf der Bettkante saß, kam mir das wieder in meinen Sinn. Weil das so schön war, also dieses Schweben, diese Leichtigkeit, dass die Probleme alle weg waren, die Last von meinen Schultern, es war alles weg. Also es war ein wunderschönes Gefühl, dieses schwebende Gefühl. Und darum habe ich gedacht, ich lege mich jetzt hin und ich versuche das mal, ob ich das nochmal selber herbeiführen kann. Habe mich dann hingelegt. Und bei mir oben auf dem Kleiderschrank war so ein alter Koffer noch mit Schnallen. Und ich habe dann auf diese eine Schnalle geguckt. Und bin dann mit meinen Händen nach vorne und bin so, wollte so aus meinem Körper, kam aber nicht ganz raus. Also ich war nur halb draußen. Und saß quasi in meinem Körper. Mein Körper lag im Bett. Der richtige Körper und der Energiekörper oder der Astralkörper, wie auch immer, war halt draußen. Also ich saß so, hatte die Arme nach vorne. Die ganze Zeit hatte ich die Arme nach vorne. Dann habe ich ja, mich umgeschaut. Ich konnte sehen. Das war wieder, wie gesagt, es war ja früh morgens und es war so ein bisschen hell auch im Schlafzimmer. Und ich konnte nach hinten gucken. Das habe ich aber auch als alles hinterher realisiert, dass ich auch nach hinten gucken konnte. Und ich dachte eigentlich immer hinterher im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, dass meine Nachttischlampe an war. Aber es war nicht meine Nachttischlampe, weil dort immer so ein Licht war. Und dann, als ich dort so saß, habe ich gesehen, dass unten rechts, also eher auf dem Boden unten in der Ecke war ein Licht. Und als ich so gesessen habe, kam das Licht, schwebte das Licht ganz langsam hoch, immer höher, immer höher, und war dann auf meiner rechten Seite irgendwann, hat es dann angehalten. Es war, ich weiß gar nicht, so groß, vielleicht wie so ein Wasserball. Und ja, es war schön, ich habe da reingeguckt und gedacht, was ist das denn? So unglaublich. Und in diesem Licht, also es war so ein bläuliches, helles Licht, wunderschön, aber auch in diesem, also es war so, als wäre dort innen drin hellblaues Plasma, also es war ganz konzentrierte Energie und in dieser Energie, in diesem Ball es war so, als würden da so kleine Energiewürmchen rumhuschen, also es war alles voll mit kleinen Lichtern. Genau, da habe ich eine ganze Zeit reingeguckt, habe mir das angeguckt, das Ganze, und fand das wunderschön. Und dann habe ich eine Stimme in meinem Kopf gehört, telepathisch, die gesagt hat oder gefragt hat. Und also es war eine Stimme, es war eine männliche Stimme. Neutral, aber autoritär. Genau, und die hat gefragt, willst du gehen oder willst du bleiben? Und das war mit dieser Stimme, hat es mir in dem Moment total Angst gemacht. Also
weil ich wollte nicht gehen. Ich wollte ja nur mal gucken. Und genau, dann habe ich einen Schreck gekriegt, als ich diese Stimme gehört habe und wollte zurück in meinen Körper. Ich habe mich dann zurückfallen lassen. Und es war aber so, als würde hinter mir jemand liegen. Ich meine, da lag ja auch jemand, also ich lag ja hinter mir. Und ich kam in meinen Körper nicht rein. Also ich bin nach hinten und habe gespürt, dass da ein Widerstand ist. Und dann habe ich Panik bekommen, bin mit meinem Kopf ganz nach vorne, wieder bis auf meine Knie runter und habe Schwung geholt und habe mich dann mit voller Kraft wieder zurückfallen lassen in meinen Körper. Und das hat dann auch also bei diesem zweiten Versuch quasi, hat es dann auch geklappt. Und es hat, als ich wieder drin war, hat es in meinen Ohren so pff gemacht. Und also war richtig so wie so ein kleiner Knall in meinen Ohren. Und da war ich wieder in meinem Körper drin. Frau Bührmann, Sie hatten vor dieser Erfahrung auch noch einen besonderen Traum im Zusammenhang mit Ihrem ersten Kind. Also es war so, ich habe damals in Südfrankreich gelebt, bei einer Bekannten. Und habe dann erfahren, dass ich schwanger bin. Konnte da, also ich war noch relativ jung und konnte da erst gar nicht mit umgehen. Also es hat mich ja sehr beeindruckt, sage ich mal, dass ich dann schwanger war. Und ich hatte eigentlich nur, also ich kannte die Krankenhäuser in Frankreich und hatte eigentlich nur den Wunsch, nach Hause, nach Deutschland zu fahren, zu meinen Eltern. Also ich hatte mich auch mit dem Vater des Kindes, also meiner Tochter, gestritten und mir ging es nicht gut. Und ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ich wollte meine Sachen packen, das habe ich dann auch gemacht und wollte nach Hause. Ich habe damals einen weißen Mercedes gefahren. Ich weiß nicht, ob das was mit meinem Traum zu tun hat, aber es war so. Ich hatte einen alten weißen Mercedes, ein tolles Auto. Den hatte ich einen Abend vor der Abreise schon gepackt. Da war mein Fahrrad drin, da war alles. Ich wollte alles mitnehmen. Und hatte meine Eltern auch gesagt, dass ich komme, dass ich schwanger bin. Die haben gesagt, komm her, es ist kein Problem. Du kannst bei uns wohnen und dann sehen wir weiter. Genau, und die Nacht, bevor ich losgefahren bin, hatte ich einen Traum. Und zwar stand, also ich saß auf einem weißen Pferd. Das sah ganz friedlich aus, hat auch so ein bisschen geschnaubt, hatte so ganz lange Haare. Es war eigentlich wie in so einem Prinzessinnenfilm. Und vor diesem Pferd, also ich saß oben drauf und vor diesem Pferd stand ein kleines Mädchen. Und im Nachhinein weiß ich, dass es meine Tochter war. Und dieses Mädchen hatte Löckchen, ganz große Kulleraugen und hat mir die Hand gereicht. Also sie hat mich so angeguckt und hat die Hand nach oben gereicht. Und ich habe dann nach unten geguckt und wir haben uns eine Zeit lang angeschaut. Und dann habe ich ihre Hand genommen, habe sie hinter mich aufs Pferd gesetzt und sie hat sich dann so festgehalten. Und wir sind langsam losgeritten. Und vor mir habe ich nur gesehen, war ein Wald. Und in diesem Wald war lauter Nebel. Und dann habe ich irgendwie noch gesehen, dass wir beide in diesen Nebel hineingeritten sind und waren dann irgendwann verschwunden. So, das war dieser Traum. Und ich bin dann zu Hause angekommen und habe alles in Rosa gekauft. Also für mich war dann klar, dass ich ein Mädchen bekommen werde. Und ja, wenn es ein Junge geworden wäre, der hätte dann damit fertig werden müssen. Der hätte dann alles in Rosa gehabt. Das war erstaunlich. Und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt vielleicht anderthalb. Also sie konnte stehen und hatte schon ihre Löckchen und ihre Kulleraugen. Also das war schon toll. Das war auch irgendwie nicht so wirklich ein Traum. Ich weiß nicht, was das war. Sie erlebten später auch noch einen Nachtodkontakt und hatten weitere spirituelle Erfahrungen. Was geschah da? Genau, als meine Tochter dann 7 Jahre alt war,
war ich wieder schwanger und hatte mich auch von dem Vater vorher leider getrennt. Hab das Kind, also die ganze Schwangerschaft war schon relativ schwierig, weil ich auch umziehen musste alleine und ich war vorher schon einige Male im Krankenhaus gewesen und der Arzt hat mir dann irgendwann gesagt, also das Kind wird so nicht auf die Welt kommen, das ist alles, das wird nichts, wir machen einen Kaiserschnitt. Und da habe ich mir ein Datum ausgesucht und es war am 2. Oktober immer ein, er meinte, es ist ganz gut, weil am 3. Oktober ist dann der Feiertag und dann kann ihr Kind immer in den Geburtstag rein feiern. Genau, da bin ich ins Krankenhaus und ich wollte eine Periduralanästhesie haben, also eine, dass quasi nur der Unterleib betäubt ist und ich die Geburt miterleben kann. So hatten wir das geplant. Ich lag dann im OP, also in dem Vorzimmer von dem OP und bekam die Spritze. Also man hat zwei Kanäle, soweit ich das alles weiß, in der Wirbelsäule. Ein Kanal geht nach oben und ein Kanal geht nach unten. Und vorher wird ein Test gemacht, weil der Anästhesist, es kann sein, dass die Flüssigkeit auch mal nach oben geht. Und dann wäre der Oberkörper gelähmt. Und das ist bei mir halt eben passiert. Also ich lag dort, habe diese Spritze bekommen und ist nicht die Lähmung hat nicht im Unterkörper stattgefunden, sondern im Oberkörper. Das heißt, ich konnte nicht mehr atmen. Da es ja aber nur so ein Test war, war es, glaube ich, nicht. Es war schon dramatisch. Also ich habe plötzlich keine Luft mehr gekriegt und sah dann, wie alle anfingen zu rennen. Ich habe dann eine Sauerstoffmaske gleich bekommen und ich weiß nicht, man hat mir irgendwas gespritzt und der Arzt, der mich operieren wollte, kam rein, die Tür flog auf, hat rumgeschrien und hat gesagt, sofort Vollnarkose und in den OP, wir müssen jetzt das Kind sofort holen. So, das war alles ziemlich dramatisch. Die OP hat dann auch gut funktioniert, also mein Sohn ist dann zur Welt gekommen und ich kam aus der Narkose sehr schwer wieder heraus. Also ich war durch diese doppelte Narkose, ja, war das alles ein bisschen schwierig. Aber irgendwann haben sie mir meinen Sohn gebracht und ich war selig, dann ist das alles vergessen. Genau, ich habe dann ein paar Tage war ich im Krankenhaus und bin dann von meinem Bruder abgeholt worden, weil ich selber nicht Auto fahren konnte. Der hat mich abgeholt, hat mich nach Hause gebracht. Dort war meine Mutter und meine Tochter. Und wir haben so den Nachmittag zusammen verbracht. Mein Bruder ist dann irgendwann gegen Abend wieder weggefahren. Und meine Mutter und meine Tochter saßen im Wohnzimmer. So, es war Abend, es war ruhig. Und ich war im Schlafzimmer, stand vor der Wickelkommode. Und habe meinen Sohn gewickelt. Also das Schlafzimmer war quasi auf der Seite und die Wickelkommode stand direkt neben dem Eingang und neben dem Eingang war dann der Flur. Also ich stand mit der Schulter quasi in der Eingangstür, so. Und hier auf der Wickelkommode lag mein Sohn, den ich gewickelt habe. So, da war ich ganz versunken und habe ihn gewickelt. Und irgendwann fühlte ich mich beobachtet. Also und dann sah meine Oma neben mir stehen. Also ich habe geguckt, das war so ein ganz kurzer Moment. Und indem ich sie gesehen habe, ich habe dann noch hinterher geguckt, ist sie irgendwie im dunklen Flur, irgendwann war sie wieder weg, war sie weg. Und ich musste lachen, weil ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Wie neugierig. Also sie war einen Tag vorher, einen Tag vorher nicht, ein Jahr vorher war sie gestorben, in etwa. Und ich hatte ein super tolles Verhältnis zu meiner Oma. Ganz, ganz ähnlich. Und ich glaube, sie war einfach, ja, sie wollte ihr Enkelkind wahrscheinlich sehen und ist dann nochmal gekommen. Also sie sah wirklich so aus wie immer.
Sie hatte den Pullover an, den sie gern anhatte. Sie hatte eine weiße Bluse an, eine dunkle Hose und ihre Schuhe. Also ganz normal wie immer. Das war wirklich aber nur ein ganz kurzer Moment, wo ich sie gesehen habe. Sie hatte noch eine weitere Erfahrung. Als meine Tochter gerade auf der Welt war, habe ich bei meinen Eltern gelebt. Da hatte ich mir eine kleine Wohnung ausgebaut, bin da aber auch nicht lange geblieben, also weil es dann doch Spannungen gab. Also wir waren zu viel, glaube ich, da im Haus. Und ich, wie gesagt, ich hatte ein kleines Zimmer, und wo ich meiner Tochter geschlafen habe. Und habe, ja, das war halt auch immer noch schwierig. Also am Anfang hatte ich wirklich damit zu kämpfen, weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin sehr viel rumgereist. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt und mich wirklich, also meine Füße still zu halten und wirklich an einem Ort zu sein und mich um meine Tochter zu kümmern und das alles so unter einen Hut zu kriegen, ist mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen. Und ich, genau, habe da so ein bisschen, ich wusste nicht, wo die Reise hingeht, wie das alles werden soll, wie ich das alleine alles schaffen soll. Das hatte ich so im Kopf bin dann irgendwann nachts wach geworden und also bin, weil ich gemerkt habe, es sitzt jemand auf meinem Bett. Also ich habe richtig gespürt, wie die Bettkante runtergeht. Und da bin ich schon nach oben geschreckt, saß aufrecht im Bett und habe gedacht, was ist jetzt? Habe aber gemerkt, nein, du musst keine Angst haben. Habe mich wieder hingelegt und habe dann auch eine Stimme im Kopf gehört, die mir gesagt hat, du brauchst keine Angst zu haben. Es wird alles gut werden. Und dieser Satz, und das war's. Also ich bin danach irgendwie eingeschlafen, aber diesen Satz habe ich nicht vergessen und dieses Erlebnis. Und das hat mich die ganzen Jahre über, oh, ich muss gleich heulen, die ganzen Jahre über hat mich das begleitet und auch immer wieder, das hat mir immer wieder geholfen. Immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich daran gedacht. Ich habe im Nachhinein darüber nachgedacht, dass ich diese Stimme, die ich da gehört habe, das war die Stimme auch, die ich aus dem Licht während der Nahtoderfahrung gehört habe. Das war, ich glaube, es war die gleiche Stimme. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Es gab dann noch eine Erfahrung, und zwar war das nach der Nahtoderfahrung. Kurz danach eigentlich. Also dazu muss ich sagen, ich habe eine Bekannte, die sehr religiös ist. Und irgendwann hat sie mir, ich habe gesagt, dass ich manchmal Angst habe. Und dann hat sie gesagt, du, wenn du mal Angst hast, dann musst du ja, was soll ich sagen, voller Inbrunst zu Jesus Christus beten. Der kommt und der hilft dir. Und das war für mich in dem Moment erstmal so, habe ich gedacht, also ich bin nach wie vor kein besonders religiöser Mensch. Also ich gehöre keiner Religion an. Ich glaube schon natürlich an einen Gott oder ja, an etwas Höheres, an eine höhere Macht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nur gedacht, ja, gut, okay. Habe freundlich genickt und habe gesagt, ja, mache ich mal, wenn ich mal Angst habe. Und dann war irgendwann, habe ich im Bett gelegen und habe gemerkt, ich habe ganz furchtbare Angst. Irgendwas ist um mich rum, irgendwas ist da, was mir ganz doll Angst macht. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ist der Moment. Jetzt bete. Und dann habe ich wirklich mit all meiner Kraft die Hände gefaltet und habe zu Jesus Christus gebetet. Und habe dann an die Zimmerdecke geguckt und habe gesehen, dass dort eine leuchtende Gestalt gekommen oder erschienen ist.
die plötzlich so die Arme ausgebreitet hat. Also es war nicht kein wirklicher Körper zu sehen. Es war so Kopf, Arme und das war zu sehen. Also eigentlich so, wie Kinder vielleicht Gespenster malen würden. Aber dann halt leuchtend. Und diese Erscheinung hat dann die Arme ausgebreitet, die man so, das sah wirklich aus wie Flügel, also ganz hoch gemacht, die Arme. Und ich habe dieses Geräusch gehört, dieses, das habe ich gehört über mir. Und das ging ein paar Mal so. Und dann habe ich gesehen, dass oben an der rechten Zimmerdecke etwas Dunkles waberte dort oben rum wie so eine Wolke. Und dass diese dunkle Wolke dann immer wieder, wenn es dieser Engel, vielleicht war es ein Engel, ich weiß es nicht, wenn diese Gestalt die Arme hochgemacht hat, ist immer mehr zurückgegangen und war dann irgendwann verschwunden. Wenn Sie so zurückdenken, was für Auswirkungen hatten all diese Erlebnisse auf Ihr Weltbild? Ich denke, ich habe mich im Laufe der Zeit immer mehr aus der Gesellschaft zurückgezogen. Also ich bin sehr gern allein, weil ich gemerkt habe, dass mich das sehr stresst, wenn ich mit ganz vielen Menschen zusammen bin. Also ich spüre, ich weiß nicht, ob das durch die Nahtoderfahrung erst gekommen ist oder ob das schon vorher so war, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich kann mich manchmal in Menschen so hineinfühlen und spüre, ob es ihnen gut geht oder nicht gut geht. Da habe ich irgendwie keine Barriere manchmal. Das ist manchmal sehr anstrengend, wenn man mit vielen Menschen zusammen ist. Also ich lebe sehr gern allein. Ich lebe jetzt hier in Frankreich und bin eigentlich ganz zufrieden. Es ist schön, wenn ich wieder mit Menschen in Abständen zusammen bin, natürlich. Also ich bin jetzt hier kein Einsiedler. Also das ist eine Sache, dass ich da mich immer mehr zu... Ich esse kein Fleisch mehr, ich schminke mich nicht mehr, ich gehöre keiner Religion an, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht mehr. Ich möchte einfach ein guter Mensch sein und bin eigentlich auf so einer Reise, mich selber zu finden und eigentlich immer nur intuitiv zu handeln. Also mich nicht mehr von der Gesellschaft beeinflussen lassen. Ich stehe außerhalb der Gesellschaft mehr oder weniger, weil es mich das so sehr stresst. Also ich kann auch kein Fernsehen mehr gucken. Das ganze Negative zieht mich runter. Und ich weiß, dass irgendwann werden wir alle unseren Körper verlassen. Der Körper wird dann vergehen, wieder zur Erde werden oder wie auch immer. Und wir, unser Bewusstsein, werden weiterleben. Also wir sind unsterblich. So, das ist eigentlich, und das ist ein schönes Gefühl. Ist es so, dass diese Erfahrungen Ihnen die Türe zum Spirituellen etwas geöffnet hat? Auf alle Fälle. Also ich glaube, wenn ich die Nahtoderfahrung nicht gehabt hätte, hätte ich immer meine Zweifel gehabt. Also wenn mir Menschen sowas erzählt hätten, hätte ich immer meine Zweifel gehabt. Aber dadurch, dass ich jetzt selber diese Nahtoderfahrung gemacht habe, die ja nur sehr kurz war, also ich habe ja nur so ein Licht gesehen und nicht wie andere Menschen, ne, war ich nicht da irgendwie, habe das Licht gesehen oder so. Also das große, schöne Licht, bin auch durch keinen Tunnel gegangen. Und das hat mir wirklich, ja, das war der Anfang eigentlich, der Beginn, mich mit der Spiritualität auseinanderzusetzen und mich immer weiter damit zu beschäftigen. Und das, ja. Frau Bührmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.